right to believing for non-objectionable persons. The literature is very clear about that. Ah. Why is it whenever people talk about reincarnation, they're always a king or a general or a famous person? How come they're never a serf or a rock or a bug? Oh, it is easy to be a doubtful antithesis, but be a thesis, Solag! These are incredible truths. I used to be lost. Now I'm the most powerful person in existence. Last night, I went to 47,000 places at the same time. Okay. This is bullshit. Objectionable persons fall in any hurdle. Goodbye. Helping higher beings is the pathway to acquiring a higher existence. I'm sure it is. You're not. But you are on the way. Some of our true thesis holders, who also happen to be top of their field actors, philosophers, and humanitarians, require cars. Oh. Can you find it in your heart to be of service? The spirits shall email you their requirements. The spirits have email. Don't be an antithesis, Zolag. Kiflom. Kiflom. So, verlasse das Gebiet. Okay. Ich habe gerade eben nochmal einen Kommentar zurückgeschrieben. Dafür eignen sich Zwischensequenzen perfekt. Können wir Mani erschießen? Warte mal. Bist du Mani? Mani, Mani, Mani. Elzofani. Farni. Nein, natürlich nicht. In der Kiflams World. Ich hatte ja eigentlich vor, so ein... Was? Pegasi Wacker? Wo ist der denn? Da sind die ganzen Fahrzeuge. Puh. Ja, gespannt, wo ich es dann finde. Ach, guck mal, ein Gabelstapler. Wir fahren jetzt einfach mal so ein bisschen mit einem Gabelstapler rum. Hey. Ach, halt die Fresse. Sorry. Ich wollte nur mal eben den Gabelstapler haben. So, damit wir nämlich wieder Richtung Los Santos zurückkommen. So, wo fahren wir denn jetzt am besten lang? Weil wir sind ja jetzt hier schon relativ weit im Norden. Wir sind, glaube ich, mit dem Boot rübergekommen, ne? Sollte uns aber eigentlich fast egal sein. Irgendwie kommen wir schon rüber. Mount Chiliad. Wir sind auf dem Mount Chiliad. Hm, wollen wir nicht vielleicht mal nach ganz oben? Ach nee, später. Nee, aber ganz ehrlich, Leute. Also es gibt echt hohle Personen auf dieser Welt. Kennt ihr auch jemanden in eurem Freundeskreis, der so ist? Der wirklich ein Rad ab hat? Also so sehr ein Rad ab hat? Mich würde jetzt interessieren, was passiert? Oh. Oh, das tut sogar weh. Okay. Gut, momentan sind wir gut versteckt. Okay.
Sind wir gleich sicher, ne? Bitte, 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 lass uns sicher sein. Guck dich bitte woanders um. Nein! Oh, irgendwie scheint man mittlerweile viel leichter aufzufallen. Wenn man sich früher irgendwo versteckt hat, war man sicher. Ach, weißt du was? Ich nehme mir jetzt hier das Quad. Ist auch relativ seltenes Quad. Das sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Upsa. Nee, wir gehen mal hier rauf. Ah, egal, egal, egal. Ich wollte eigentlich hier am Rand lang fahren, aber es hat jetzt nicht ganz geklappt. Naja, immerhin sind wir die Bullen jetzt los und unser Fahrzeug auch. Unser Fortbewegungsmittel. Gut. So. Darüber müssen wir, glaube ich. Aber mir gefällt hier da oben diese Klippe gefällt mir so ein bisschen. Ich glaube, da müssen wir auch mal hin, weil da ist bestimmt irgendwas versteckt. Und es ist jetzt gleich 0 Uhr. Dann haben wir auch schon den 19.12. Dann sind es noch 5 Tage. Bis Weihnachten. 4 Tage bis zu unserem Halbjährigen. Also von meiner Freundin und mir, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, dann sind wir endlich mal ein halbes Jahr zusammen. Können wir endlich heiraten, Kinder kriegen und sowas. Alles auf einmal. Ganz schnell. Bevor sie sich das anders überlegt. Nein, natürlich nicht. Da wird schön gefeiert. Ist ja schon mal so ein halbes kleines Jubiläum, ne? Ich will jetzt einfach mal gucken, was gibt es hier denn eventuell? Weil es gibt hier definitiv irgendwo irgendwelche Schnipsel und Wrackteile und so. Alter! Ja, nee, ist klar. Da werde ich vom Hund niedergemacht. Ey, wie kann das sein? Wartet mal einen Moment, Patrick. Meld mich später, bin in der Aufnahme. Meld mich später. Noch nicht gelesen. So. Ja, da kann man die Momente mal eben nutzen, um eine Nachricht zu beantworten. Okay. So.
Sag mal, ist da oben vielleicht irgendwas drauf? Das würde mich ja mal interessieren, ob hier an diesen Tafeln irgendwo irgendwelche Briefteile versteckt sind oder sowas. Oder irgendwelche Waffen vielleicht. Nö, ist aber nix. Honey, ist klar. Also mit dem Schießen habe ich es heute auch echt nicht. So, wir fahren mal eben... Mensch, wo fahren wir denn lang? Wir fahren da lang. So. Ist hier eventuell ein Hangar? Ist das vielleicht sogar unser Hangar? Unser Flugfeld? Nee, oder? Nee, sah so ein bisschen so aus, als wäre es unser Flughafen hier. Unser, Mensch, unser Landeplatz und unser Hangar. Ich bin gerade mal am gucken, was es hier eventuell gibt, weil diese Felsen sehen mir schon so ein bisschen verdächtig aus. Vielleicht gibt es hier irgendwas Geheimes. Aber anscheinend ja nicht. Na gut. Hätte ja sein können, ne? Wow! Also diese Karre ist eigentlich gar nicht schlecht. Sie ist sehr robust und ziemlich schnell. So, man könnte ja mal gucken, dass man vielleicht hier wieder auf die Festung kommt oder so. Hier kommt man sogar irgendwo rein. Aber vielleicht finden wir ja hier irgendwie sowas wie ein Hubschrauber oder so. Hi. Hier kommt man irgendwie nicht durch. Come on. Gut, von der Seite wird das, glaube ich, nichts. Aber, was man eben versuchen kann, man könnte da mal rüberklettern vielleicht. Nö, braucht man gar nicht versuchen. Kommt man eh nicht rüber. Na gut, schnappen wir unsere andere Karre, fahren mal auf diese Basis drauf. Weil ich würde jetzt gerne, also schon gerne mal hier oben wegkommen, ne? Weil, eigentlich hasse ich diese Gegend.
das ist der Habanero. Mensch, den kennt man doch auch schon so ewig. Den gab es auch schon in San Andreas in leicht abgeänderter Form. So. Musik aus. Gibt es hier nirgendwo einen Eingang? Ein Eingang hier. Ich glaube, ich habe einen Eingang gefunden. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Weil... eigentlich müsste es hier einen Weg geben. Warte mal. Ach, das ist ja gar nicht Fort Zancudo. Das ist es ja gar nicht. Ach so. Ah, okay. Mensch, dann sind wir hier voll komplett falsch. Ja, dann fahren wir hier lieber gleich wieder gen Süden. Mensch, wir trödeln heute rum. Das ist jetzt definitiv nicht die beste Aufnahme GTA, aber vielleicht auch die, wo ich am meisten quatsche, ne? Euch am meisten unterhalte, vielleicht nicht durch super tolle Missionen, sondern eben durch Fakten, Fakten, Fakten. Ich bin mit Michael unterwegs, ne? Born to be wild. Dachte ich so. So schön auf einer Chopper sitzen jetzt hier, ne? Schön gen Süden fahren, ne? Welche ist denn jetzt böse? Get out the fucking way. Okay. Ach, das war ein Bulle. Ups. Das war vielleicht nicht die beste Idee gerade. Aber egal. Wenn wir oben beim FIB sind, haben wir sowieso unsere Ruhe. Hier ist der Ron Alternates Windpark. Hier war ich noch nie. Hier war ich wirklich noch nie. Hallo. Du bist ein Auto, kein Brummkreisel. Ach, das ist ja geiles Gebiet eigentlich, ne? Fahr bitte nicht gegen das Windrad. Ah, das grenzte schon fast an einen Monsterstunt. Also das war schon fast Monsterstunt würdig. Oh oh. So. Das Ganze ist wieder downgekühlt, also ja, es gab einen kleinen Cooldown. Man hört das dann auch immer so am Zischen und dann sind die Bullen weg. Na, komme ich rüber? Ja. Scheiße, über die Leitplanke komme ich, aber nicht hoch. Egal. Wir sind ja eh gleich da. Gleich im Sinne von, ja... eine Stunde? Stopp! Dankeschön. Hallo? Der fährt mich erstmal um hier.